Hallo, ihr Schildkröten. Das heutige Video ist mal ein bisschen was anderes. Ich würde gerne mit euch was diskutieren, und zwar was das Leseverhalten von mir vor allem, aber vielleicht auch von uns allen angeht. Aufhänger ist, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, dass die Süddeutsche Zeitung einen Soulmate-Autorenschuber rausgebracht hat mit 10 Büchern von absoluten Klassikern der Weltliteratur, wie sie meinen, die alle die Vielseitigkeit der männlichen Weltliteratur darstellen sollen. Und da beginnt halt das Problem, sie stellen die Vielfältigkeit der männlichen Weltliteratur dar, was in der heutigen Zeit meiner Meinung nach etwas überholt ist, und es wäre viel besser gewesen, sie hätten einen gemischten Schuber gemacht, wo weibliche und männliche Autoren gleichermaßen vertreten sind, weil ich finde es ganz, ganz toll, einen Weltliteraturschuber zu machen und gerne auch mit Autoren oder Autorinnen, die schon verstorben sind und die man damit wieder in Erinnerung rufen möchte, aber dann bitte entweder gemischt oder einen männlichen und einen weiblichen, so dass es halt gleichberechtigt ist. Es gab dazu eine sehr schöne Gegenaktion auf Instagram vor allem, die von Tag und Nacht Blog ins Leben gerufen wurde. Ich verlinke euch mal den Artikel dazu unten in der Infobox. Und wenn ihr auf Instagram seid, dann habt ihr es bestimmt schon gesehen. Unter dem Hashtag Autorinnen-Schuber haben ganz viele Bookstagrammer einen Schuber zusammengestellt mit 10 Soulmate weiblichen Autorinnen. Darüber ist dann allerdings auch wieder eine Diskussion entstanden, ob das so sinnvoll ist oder wie sinnvoll sind diese Zusammenstellungen, weil sie dann manchmal gar nicht Weltliteratur symbolisieren, vertreten. Einige haben sich darüber aufgeregt, dass dann Harry Potter neben Anne Frank steht oder solche Dinge. Und mich hat das sehr zum Nachdenken gebracht, denn als ich versucht habe, meinen Autorinnen-Schuber auf Instagram zusammenzustellen, habe ich festgestellt, dass ich zwar total viele weibliche Schriftsteller, Autorinnen in meinem Regal zu stehen habe, gerade was deutschsprachige Gegenwartsliteratur angeht, meine Diversität im Regal aber nicht so groß ist, weil ich eben sehr viele deutschsprachige Literatur lese und nicht so viel Weltliteratur, habe ich nicht mal ein Klassiker einer Frau gefunden, außer Jane Austen, der bei mir im Regal steht. Und das gab mir schon zu denken. Ich finde, ich habe trotzdem einen Schuber zusammengestellt mit einfach meinen Herzensbüchern. Ich glaube, das ist ja auch der Sinn dieser Aktion, dass man einfach ein bisschen was Neues entdecken kann. Und ich habe bei anderen Leuten schon ganz viele tolle Bücher oder interessant klingende Bücher entdeckt, die jetzt auf meine Liste gewandert sind. Ich habe mich aber doch gefragt, ist mein Leseverhalten zu einseitig? Und das ist die Frage, die ich gerne in diesem Video mit euch ein bisschen diskutieren würde, also ihr gerne in den Kommentaren oder ihr macht auch ein Video dazu. Gibt es so etwas wie zu einseitiges Lesen? Wie divers und global müssen, in Anführungsstrichen, weil Lesen natürlich an sich kein Muss ist, jeder soll das lesen, was er möchte. Aber sollte man das? Sollten wir alle mehr diverser und globaler lesen? Dass ich deutschsprachige Literatur als meinen Leseschwerpunkt habe und deutschsprachige Gegenwartsliteratur außerdem, hat jetzt absolut keinen nationalen Grund. Bitte unterstellt mir das in keiner Weise, das ist nicht der Grund, sondern es ist zum einen einfach eine Einschränkung dieses unglaublichen Pots, der da besteht aus Büchern und Neuerscheinungen. Und wenn ich mich halt konzentriere auf deutschsprachige Gegenwartsliteratur, dann überrollt mich dieser Wust an Neuerscheinungen jedes Jahr nicht ganz so sehr. Er überrollt mich immer noch. Und ehrlich gesagt, tatsächlich gerade mit BookTube und Bookstagram bin ich manchmal total überfordert und denke, oh Gott, ich würde gerne noch das lesen und das müsste ich eigentlich auch lesen und da kann ich gar nicht mitreden. Und pff, so, versteht ihr, was ich meine? Und da muss ich manchmal aufpassen, dass ich mich davon nicht so sehr mitreißen lasse. Und ich finde halt einfach, deutschsprachige Gegenwartsliteratur hat unglaublich tolle Autoren und Autorinnen. Und ich genieße das so sehr, mich da durchzustöbern und ja,
und schaffe es dann einfach auch manchmal nicht, noch globaler zu gucken. Der andere Grund ist, dass ich nun mal die deutsche Sprache als einzige Sprache wirklich beherrsche. Ich kann Englisch ganz okay und ich lese manchmal auch englischsprachige Bücher im Original, aber bei allen anderen Sprachen bin ich aufgeschmissen. Und es ist bei mir so ein bisschen ähnlich wie bei Filmen. Ich gucke Filme lieber in der Sprache, in der sie gedreht wurden, und dann mit Untertiteln, weil ich finde, dass dann die Schauspieler natürlicher wirken. Es wirkt alles irgendwie natürlicher. Also ich gucke auch indische Filme im Hindi-Original und französische Filme gerne im Französisch, polnische Filme auf Polnisch. Beim Film kann ich da allerdings die Untertitel haben, beim Buch habe ich das nicht. Und manchmal befremdet es mich, wenn ich dann bestimmt super gute Übersetzungen lese, aber ich merke halt, die Dialoge, niemand würde in Deutschland so sprechen. Und dann denke ich, ich würde das jetzt so gerne, würde ich diese Sprache beherrschen und es im Original lesen. Und ich danke allen Übersetzern, die Bücher übersetzen, und ich finde das großartig, dass wir so auf der ganzen Welt, also von der ganzen Welt, Geschichten lesen können. Aber trotzdem stört es mich halt manchmal, dass ich das dann nicht originalsprachlich lesen kann. Und das ist auch ein Grund, warum ich halt bei den deutschsprachigen Büchern bleibe, weil ich da weiß, okay, da kann ich einschätzen, das ist die Sprache des Autors, gefällt mir die nicht. Bei den anderen spielt das Übersetzen halt doch immer dann nochmal eine Rolle. Also ich habe einfach das Gefühl, deutschsprachige Bücher kann ich auch besser für mich bewerten. So, das ist jetzt vielleicht auch jedem gar nicht so wichtig. Das ist nur die Begründung. Ich habe mich jetzt aber doch gefragt, ob mir dadurch nicht viel verloren geht, gerade was Kulturelles angeht, was vielleicht auch Sprachliches angeht, weil man dann vielleicht was nachguckt, aber besonders kulturell, dass mir da einfach Geschichten fehlen, Lebensweisen fehlen, neue Horizonte, die dadurch aufgemacht werden, fehlen. Ich habe das halt gemerkt, als ich zum Beispiel Hier sind Löwen von Katharina Poladjan gelesen habe, was ja größtenteils in Armenien spielt, was sich auch mit dem Genozid des armenischen Volkes auseinandersetzt. Da habe ich einfach nochmal so viel Input bekommen. Oder Die Katze und der General von Nino Hayratishvili, die nun mal ursprünglich aus Georgien kommt, von den georgischen Kriegen erzählt, von den Tschetschenienkriegen. Das gab mir einfach nochmal so viel Input. Und das geht natürlich auch innerhalb der deutschen Gegenwartsliteratur. Aber es würde mir wahrscheinlich noch viel mehr Input geben, wenn ich viel mehr aus der gesamten Welt lesen würde. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, im nächsten Jahr, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, jeden Monat, aber dass ich habe mir erstmal vorgenommen, jeden Monat ein Buch aus einer mir relativ unbekannten Kultur oder aus einem anderen Land, von dem ich vielleicht noch nicht so viel gelesen habe. Ich habe auch immer das Gefühl, ich lese, wenn, dann viel Englisch oder Amerikanisch, weil wie gesagt, das kann ich halt auch im Original lesen, wenn ich möchte. Aber vielleicht jetzt was Norwegisches, was Japanisches, aus afrikanischen Ländern, solche Dinge. Und da möchte ich euch bitten, mir doch gerne mal Tipps in die Kommentare zu schreiben, was vielleicht Bücher aus anderen Ländern sind, die für euch total augenöffnend waren, für euch was ganz Neues erschlossen haben und die ihr nicht mehr missen möchtet. Und ich stelle euch natürlich auch die Frage, wie wichtig ist das für euch, durchs Lesen euren Kulturhorizont zu erweitern? Oder lest ihr einfach nur aus Freude am Lesen? Und das ist wirklich, ich will hier niemanden verurteilen, das ist einfach eine Überlegung, die mir gekommen ist, als ich versucht habe, diesen Schuber zusammenzustellen. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, könnt ihr den da sehen. Ich schreibe euch in die Infobox auch nochmal die Bücher, die bei mir in meinem Autorinnen-Schuber reingekommen sind und die wirklich halt, es ist sehr deutschsprachig geprägt und das wäre bei meinem männlichen Schuber tatsächlich aber auch so, aber da gäbe es zumindest Goethe und Schiller als Klassiker, es gäbe Alexandre Dumas als weltliterarischen Klassiker und mir ist schon aufgefallen, dass gerade bei den Klassikern fehlen mir Frauen, also wenn ihr gute Klassiker habt, deutschsprachig oder irgendwas, und ich meine klar Jane Austen, und diese Sachen, das Mary Shelley und die Bronte-Schwestern, das kenne ich irgendwie. Aber deutschsprachige, klassische Frauen, ich werde da jetzt auch recherchieren. Also wenn ihr da was habt, gerne damit in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr ganz anderer Meinung seid und sagt, man soll einfach das lesen, was man möchte. Und wenn man nur Fantasy lesen will, dann soll man nur Fantasy lesen. Ich bin ja auch der Meinung, wenn jemand
nur Fantasy lesen möchte, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und wenn jemand gerne alle Rosamunde Pilcher-Romane liest, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, weil Lesen soll ja Freude machen und es ist kein Wettbewerb und nichts. Trotzdem sind mir diese Gedanken im Kopf herumgeschwirrt. Und ich hoffe, es ist klar geworden, was ich sagen wollte. Mich würde eure Meinung dazu sehr, sehr, sehr interessieren. Mich würde auch interessieren, wie euer Autorinnen-Schuber aussehen würde, ob der sehr global wäre oder auch so wie bei mir ein bisschen lokaler, nenne ich es mal. Ja, eure Gedanken zum Lesen gerne in die Kommentare und ich würde mich wirklich freuen, wenn viele von euch was schreiben. Und ja, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich hoffe, es war nicht zu wirr. Die Linie ist klar geworden und in diesem Sinne denkt immer daran, ihr seid nicht verrückter als ich es bin. Frohe Lesestunden und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.